Hier Schoppnungsbürgschaft mit Walter Niefeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Säste, ich dass dran sind. Der Herr sagt uns in Offenbarung, Kapitel 14, Vers 13: Schlechtlich sind die Menschen von nun an, die am Herrn stören. Weil sie wurden von ihrem Arbeit ütrüger. Sie wurden ütrüger. In die Arbeit wird mit äh, und, mit ihren Kuhn. Das ist bloß wunderbar. Wenn wir an Jesus Christus sterben, wenn unser Hund zerlässt, nur lutet dann hält er uns fast und er steht da, aber er vom von und nimmt uns mit in sich. Wo wir keine Übungen. Von all dem Input Wo wir gechampft haben, auf diese Jed, in Focken haben wir den Kampf verloren, dann hat er uns weiter verliebt und hat uns abgehalten, wenn wir gestolpert sind, wenn wir gefallen sind. Und er hat uns immer weiter nie gekauft, und jeden Tag, in so schlimm, wie du Focken sagst, sind wir immer stört genug, um uns rüberzubringen wir haben uns an mich geholfen. Wir haben uns im Wort beschlossen, ich will mit Jesus gehen. Ich will mit keinem anderen gehen. Ich habe mir einen für Jesus. Und ich war ab am Vertrauen. Er ist der Einzige, der mir da den Tod begleiten kann. Und bei einem weite ich, dass ich eine Ewigkeit ganz sicher und ganz ruhig kann sein das ist meine Zukunft. Herr, ich danke dir, dass du den Wut anstatt das sagst, dass sie selig sind von uns an die Menschen, die am Herrn sterben. Wir können uns leidlich schätzen. Wir wissen, dass wir auch sterben wurden, dass wir auch geworden von dieser Jed aus die Tschingen. In der Tod steht deinem Leben, aber du hast den Tod besiegt. Und wenn wir das uns anpackt, dann treibt du uns nur die für alle Ewigkeit. Halleluja. In Jesus' Namen. Amen. Baut im nächsten Mal mit Hupnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus responde al mundo de hoy. töp mich bitte nun im Jesus-Grundschreiben über Paraguay in the Welt. Kontaktiert uns unter info.arovajesusresponde.com.